Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro. Wir spielen heute mit geheimnisvoller Ritter-Joker und ich heiße immer noch Creepfan Reborn. Deswegen bitte beachten, wenn ihr mich adden wollt unter dem Namen, sonst geht's nicht mehr. Was mache ich? Eigentlich gar nichts, denn ich habe ein reaktives Deck und ich will nicht anfangen. Blöd gelaufen. Ich würde sagen, wir machen gar nichts, denn das macht keinen Sinn. Und dann schauen wir nächste Runde, was wir machen können. Ich habe immer noch Husten. Deswegen nicht wundern. Gegen Helden, okay. Sehr starkes Deck. Und ich bin sehr gespannt, ob wir dagegen gewinnen können mit dem hier. Aber mal sehen, ich meine, wir können auch zumindest Elementarhelden holen. Er will den Dark Lord noch nicht direkt holen, scheinbar. Warum auch immer. Verarschen kann er mich aber nicht. Ich weiß, was er hat. Er hätte auch einfach reinrennen können, dann Dark Lord nochmal reinrennen können. Hätte ich gemacht, aber gut. Hat er sich gegen entschieden. Ich würde sagen, wir machen so. Und nehmen uns Ritter des Königs. Ich will hier keinen Infinity reinmachen, denn der passt hier nicht rein, irgendwie. Okay, Dark Lore, der keinerlei Bedrohung mehr darstellt. Wenn er jetzt hier keine Control-Karte hat. Placeman, okay. Spielen viele gar nicht einen Helden. Ja, die ist am besten eigentlich. Hat er noch ein Mass Change oder so? Bottomless, wirklich? Danke sehr. Okay, dann halt nicht. Ärgerlich. Er hat nur noch 4000 Life Points. Zum Glück. Wegen dem ein Held lebt. Deswegen spielt man ihn eigentlich nur ungern im ersten Zug, aber naja. Hier ist halt trotzdem eine gute Karte. Eine verdeckte. Reinforcement, okay. Goblinberg hat er sich gesucht. Und er holt ihn direkt. Bei Nixi. Ah, Shadow Mist. Okay. Welch ein Wunder. So schade, dass Helden einfach nur noch mit 3 oder 4 Karten spielen. Und alle anderen, keine Ahnung, 40 E-Helden oder so, sind alle irrelevant geworden. Das ist so traurig, wie man dieses Deckthema einfach nur auf Mass Change beschränkt hat. Es ist nicht möglich, das mehr ohne Mass Change stark zu spielen. Eigentlich. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Und das ist sehr traurig. Weil das nenne ich schlechten Support, wenn ohne den Support einfach gar nichts mehr geht. Ja, das wundert mich nicht. Ich kann gleich einfach auf Exil gehen wahrscheinlich. Von daher meinetwegen. Placeman, okay. Wir machen so. Mit dem Summoner Monk immer Placeman holen. Denn der macht gratis Plus. Wir haben dann 5 Karten. Okay, ist immer noch weniger als er. Wow, okay, nicht schlimm. Habe ich nicht dran gedacht. So, wir räumen auf. Ah, Crush Card.
Die wäre nicht so schlimm gewesen, aber nervig. Wir machen keinen Schaden mehr, deswegen nicht angreifen. Gut. Blazeman, okay. Kein Wunder. Und die Poli. Interessantes Duell eigentlich bisher. Ach, Exi ist doch nicht OP. Da gibt's Schlimmeres. In Yu-Gi-Oh! Mittlerweile. Muss man einfach sagen. Ah, die Ark habe ich verpulvert, ne? Ach, scheiße. Absolute Zero ist ziemlich eklig. Nicht so schlimm in dem Fall, aber nervig. Auf jeden Fall. Shining, würde ich sagen. Wobei, nein, wir haben keine Poli mehr, ne? Verdammt! Nicht gut. Aber wir haben Wunderfusion. Ich kann nämlich so machen. Wenn ich denn darf. Ich habe nur zwei Polis, aber ich kann jetzt gleich den nehmen. Escuridao. Geiler Name. Okay, natürlich, ernste Warnung. Sehr schön. Ist vollkommen egal. Denn er musste nur im Friedhof sein oder auf dem Feld. Jetzt kann ich mir sogar Shining nehmen. Okay. Will ich das? Könnte ich machen eigentlich. Aber der hat 100 mehr. Ich nehme den. Den habe ich noch nie beschworen. Oh nee, die werden ja verbannt. Egal. Ist vollkommen egal. Denn wenn ich ihn jetzt gekillt hätte, wäre mein Monster eh gestorben. Oder? Was dämlich. Nee, fast nicht. Okay, wäre eh gestorben, wie gesagt. Okay, was kannst du denn? Kann ich durch Kampf zerstört werden? Okay. Nicht so schlimm. Ja, gleich drei Effekte. Vergleich das mal mit alten Elementarhelden. Das ist einfach. Muss man nur den Kopf schütteln bei. Wenn ich einen Goblinberg ziehe, habe ich gewonnen. Problemlos. Aber das muss ich erstmal hinkriegen. Yo! Danke sehr, Herz der Karten. Das geht natürlich auch. So, wenn er Erzix zieht, haben wir gewonnen. Ich achte gar nicht auf den Chat, denn das lenkt mich zu sehr ab. Na, schlechter Top-Deck? Nice, okay. Ja, sehr schönes Duell auf jeden Fall. Nicht ganz so lang, aber auf jeden Fall sehr spannend. Wenn es euch gefallen hat, lasst noch mal rum da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.